Was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stessel für euch. Heute wieder von der Ellerbach in unserem Realismus-Selbstversuch hier am Hof Kneisel. Ja, wir haben in der letzten Folge so ein bisschen Ernte durchführt, kann man jetzt, glaube ich, schwer sagen. Wir haben es versucht und ich muss auch an der Stelle sagen, dass leider Gottes es nicht alle verstanden haben, was ich hier tue. Deswegen hier nochmal direkt zu Beginn dieses Videos und direkt mit einer neuen Woche. Ich möchte hier mein Wissen sozusagen aufbauen, indem ich das tue, was ich tue, auch wenn es falsch ist. Ihr könnt mir euren Support leisten und sagen, du, ich bin Landwirt, bei uns wird das so oder so gemacht. Dann versuche ich das Ganze so ein bisschen aufzusaugen und es in einer Art und Weise wie ein Azubi sozusagen umzusetzen. Na, wir sind nicht auf die Welt gekommen und haben alles gewusst, sondern das muss man sich halt auch so ein bisschen im Leben erarbeiten. Und so möchte ich das Ganze hier aufbauen. Bedeutet, dass solche Dinge vorkommen wie im März, dass ich da dreschen kann. Das war einer der riesigen Kritikpunkte und es ist auch vollkommen in Ordnung. Müsst ihr aber auch im Umkehrschluss sehen, ich komme nicht aus der Landwirtschaft, deswegen weiß ich es nicht. Und da wünsche ich mir halt sachliche Kommentare und es waren halt viele. Es gab aber auch der eine oder andere, mein Gott, wie blöd bist denn du? Das muss ja der letzte Honk eigentlich feststellen, dass es so nicht funktioniert. Ja, da kann ich halt auch dagegen sagen und Kommentare sagen wie, die 1-Million-Euro-Frage weiß ich auch, solange ich es weiß. Und deswegen kann ich nicht einen anderen blöd hinstellen und sagen, hör, wieso weißt du das nicht? Das ist also immer eine Sache der Perspektive. Was mir aber toll gefällt, und zwar hat einer mir geschrieben, du, bei uns am Hof, die 3000, beziehungsweise die 3 Tonnen hier, das ist auch noch zu viel, das soll ich mal abändern. Sollen, ne, ist immer relativ. Fand ich aber gut, deswegen nehme ich das auf. Ich starte mal ganz kurz nebenher die Konsole und dann lassen wir das Frontgewicht mal ab. Und dann würde ich sagen, machen wir da gleich Nägel mit Köpfen und ich mache das jetzt einfach über den Lieferant. Ich lasse mir das mal zuliefern. Einerseits werden wir das 3 Tonnen Gewicht auch noch verkaufen. Ich bin ja da schon hier mit dem Tausender Gewicht auf eure Kritik eingegangen. Und ebenso nehme ich die Kritik, na klar, auch hier wahr und sage, dann würde ich sagen, machen wir ein 1,5, oder? Ist ein gutes Mittelmaß, dann haben wir zumindest beide. Obwohl ihr mir gesagt habt, weißt du was, beim anderen, da reicht eigentlich auch irgendwo so 500 Kilo. Ja, ich muss jetzt halt mal wieder eine Entscheidung treffen. Ich glaube, wir haben das Tausender, pass auf, dann machen wir es so. Ich kaufe dann noch das 750 Kilo und dann seid ihr jetzt wieder angehalten, mir in die Kommentare zu schreiben. Soll ich das durchtauschen, dass ich sozusagen, ja genau, in Pink, das hier für den 511er nehmen soll, das Gewicht, und das Tausender für den 724, schreibt es mir da gerne mal in die Kommentare rein. Gut, das heißt, wir verbringen heute wieder so ein bisschen gemeinsam die Zeit hier am Hof. Mal gucken, was dabei rumkommt. Das bedeutet, wir müssen uns jetzt um die Ballen kümmern. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob ihr das letztes Mal gesehen habt, deswegen zeige ich es euch nochmal. Und zwar muss ich das Ganze nochmal kurz umstellen an der Stelle. Und zwar, wenn ich hier das Ganze... Ach, ich muss mal ganz kurz Pause machen. So, und jetzt müssten wir rüber switchen können. So, ich habe nochmal gegenkorrigiert. Rapsertrag waren es mit 5079 Litern, 1856. Da hatte Schomi mir gesagt, am besten schreibst du noch die Düngestufe dazu, damit du auch nochmal so ein bisschen ein Level hast, woran ich mich orientieren kann. Und für den Hafer 4308 Liter für 3554. Denn die Kommentare kamen noch. Da muss ich nochmal nachjustieren und deswegen war ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das schon mal im Video gezeigt habe oder nicht. Gut, soweit an der Stelle habe ich, glaube ich, alles abgearbeitet. Ich versuche euch ja immer wieder noch mit reinzunehmen, deswegen auch der Kommentar nochmal mit dem Gewicht.
dass ich bitte das nochmal ändern soll. Dann passt das Ganze. Gut, jetzt würde ich vorschlagen, wir nehmen das Ganze hier mal auf. Wir haben zwei Produkte. Zwei Produkte? Zwei Punkte. Zwei Punkte. Einerseits habt ihr mir geschrieben, pass auf, du musst den Mineraldünger so schnell wie möglich rauskriegen. Normalerweise lässt man ein oder zwei Tage drin, falls man noch was tut. Ansonsten muss das Ding raus. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Und zwar habe ich hier den Container drin, zum Beispiel. Das ist ein Pack von Barney. Das gibt es im Mod-Up, by the way. Fand ich aber cool, weil die so ein bisschen kleiner sind. Und deswegen dachte ich mir, könnten wir das Ganze doch hier irgendwo hin platzieren. Und da steht dran, Saatgutsilo. Und es könnte jetzt sein, dass ich die 8000 Euro umsonst ausgebe. Aber da unten steht auch dran, dieses Silo kann für verschiedene Produkte gefüllt werden. Deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen, ja, ein wenig skeptisch, ob das dann funktioniert oder nicht. Aber am Ende des Tages haben wir dann trotzdem ein Saatgutsilo, was wir ja auch noch benötigen im Laufe der Zeit. Jetzt bin ich bloß gerade im Überlegen. Ja, ich glaube, da kommen wir schon durch, oder? Bleiben wir da hängen? Ich glaube nicht. So, dann drücke ich einmal C und einmal V. Und dann würde ich sagen, packen wir das irgendwo hier hin. Und dann schauen wir mal, was so das Baumenü noch so hergibt. Vielleicht hier noch so ein bisschen. Und von dem noch so ein bisschen, dass es hier sich so wenigstens ein bisschen einfügt in das Ganze. Und haben wir da noch ein paar Pflänzchen hier. Das ist heute so ein bisschen ein Mix aus allem Möglichen, ne? So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das da reingeht. Das sind halt so Dinge. Klar, ich könnte es jetzt in einem zweiten Savegame testen und euch hier die schöne heile Welt präsentieren, als würde ich das können und wissen. Aber das ist nun mal nicht so. Deswegen gucke ich mal, ob ich das Ganze hier reinkriege. Das bin halt ich. Das ist mein Spielstil. Und ich hoffe, euch gefällt das Ganze trotzdem und lernt halt von mir ein bisschen draus, wie man es nicht machen soll an der Stelle. Gut, also, dann gehen wir in unseren 5.11er rein, Zündung an, Handbremse lösen, dann können wir einmal vorne hoch und einmal hinten hoch. Und dann hoffe ich, dass ich das eventuell hier auslagern kann, weil ich würde es gerne in so einem Silo drin haben. Das würde ich eigentlich ganz cool befinden. Sollte das jetzt nicht gehen, ich glaube mit Steuerung I kann ich das als Paletten auslagern. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal, was passiert. Ihr wisst, na klar, vermutlich schon in dem Moment, ob es geht oder nicht. Allerdings meiner einer nicht. Deaktivieren Stickstoff, Helfer, Düngerstreuer. Ich kann mal noch anwählen, ob noch was passiert. Entladen. Also hier steht mal I als Entladen. Ich steige zur Sicherheit nochmal kurz aus. Denn mein Trigger, der kommt ab und zu immer zu spät. Ich bin mir nicht sicher. Soll ich drücken? Soll ich nicht drücken? Wisst ihr was? Mal auf jeden Fall drücken. Das gehört auf jeden Fall dazu. Und wir haben hier eigentlich keine Interaktionsmarkierungen an. Wir machen hier nämlich ein wunderbares Bild. Das hat irgendwie was, finde ich. Es ist einfach eine schöne Karte. Man kann sagen, was man will. Es ist einfach. Das ist ein Träumchen. So. Und hoffentlich steht auch die für euch bald zur Verfügung. Okay, ich riskiere es. Ich drücke jetzt einfach mal das I. Ah, okay, er macht es als Big Bag. Soll mir auch recht sein. Ich muss tatsächlich sagen, als Big Bag ist es mir lieber. Finde ich schöner als dieses Metall-Big Bag-Gedöns. Wisst ihr, was ich meine? So, ich lasse ganz kurz die Tür offen. Vorsicht. Lass mich mal ganz kurz durch. Du das gleich wieder. Dann können wir nämlich das Ganze hier wunderbar wieder einlagern. Und gut ist. Oh nein, da ist ja noch was drin.
Oh nein. Kann der nur Ganze auslagern? Tatsächlich. Er kann nur Ganze auslagern. Oh nein, oh nein, oh nein. Da müssen wir mal überlegen, wie wir das am geschicktesten machen. Vorne Gewicht auch noch runterlassen, ausschalten, fertig. Also ihr seht, ich orientiere mich oder versuche mich gerade so ein bisschen orientieren am heutigen Spiel. Jetzt brauchen wir noch ganz kurz den hier. Und ich glaube, mit dem Kubota kann ich das dann überladen, oder? Ansonsten würde ich den versuchen, auf die Reise zu schicken. Zweites Profil, dann können wir auch hier das Ganze benutzen. Bin mal gespannt, das haben ja auch schon welche gefragt, wie sieht es denn aus? Und das fragen meistens die Consoleros. Wie sieht es denn aus mit Helfersplines, mit KI-Splines auf der Ellerbach? Werden wir heute sehen. Werden wir heute sehen. Ich werde nicht beide Fahrzeuge hochfahren. Zumindest ist mein Plan, einen der zwei hochfahren zu lassen. So. Jetzt weiß ich nicht, kann ich das einfach hier vielleicht drüber halten und es entleert sich schon automatisch? Ist das möglich? Ja, da geht was auf. Wunderbar. Das ist mir auch schon mal recht, weil wir haben nicht viele Lagerhallen und dann nutzen wir einfach den Platz hier, den das Ding hier für uns hergibt. Gut, dann müssen wir nur noch den anderen irgendwie rauskriegen. Da habe ich aber allerdings noch keine Idee und da würde ich einfach sagen, ich hoffe, ihr habt eine Idee, wie ich den Rest rauskriege. So, also dann war das ja so, wir können hier mit diesem einen Job erstellen und wir sind irgendwo, wo waren wir denn? Kurze Orientierung, wir waren hier drüben, sind hier durch. 32, da oben sind wir. Da müssen wir irgendwo hin. Naja, die Frage ist, jetzt gehen wir mal direkt aufs Ganze und hoffen, dass wir den hier drüber herfahren lassen können. Ja gut, hab ich gesagt. Das ist immer, eigentlich immer ein Problem beim Anfangfahren. Jetzt probieren wir es nochmal. Job starten. Jetzt gucken wir mal. Ja, jetzt du halt langsam. Bloß die Dudle. Gut, dann machen wir noch unseren 724 Start. Klar, den würde ich nehmen, um dann die Ballen zu transportieren. Ja, das ist einfach so ein Prinzip jetzt bei diesem Spielstand hier. Ich möchte halt alles so ein bisschen tun und experimentieren und machen, auch wenn es länger dauert. Und ihr wolltet ja eh immer sehen, wie ich das so mache. Wie chaotischer es noch im Zwischending zugeht. Und ja, deswegen machen wir das Ganze einfach so. So, also dann nehmen wir den Milerkeeper gleich mal mit. Den Milerkeeper an der Stelle, er soll irgendwann zum Download kommen, ist aber aktuell noch Work in Progress. An der Stelle einfach bei Modding Welt gucken, dann werdet ihr vielleicht in naher Zukunft davon was sehen. So, den müssen wir na klar kurz umkonfigurieren. Na, heute müssen wir ein bisschen was schaffen. Ne? Es ist mal wieder so ein Vorbereitungstag. Dann einmal konfigurieren. Und zwar wollen wir den hier konfigurieren. Und wenn wir eh gerade hier sind, hat mir einer geschrieben, und tatsächlich, das habe ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich da Nokian-Reifen drauf hatte. Ich habe die ganzen Kommentare gelesen, jedoch weiß ich, muss ich ehrlich gestehen, das Ganze nie auswendig, was ich da jetzt drauf habe. Aber die Nokia oder Nokian, die sind ja schon relativ bekannt im kommunalen Bereich und war so nicht beabsichtigt. Deswegen auch hier, danke
für die Informationen. Ne? Immer raus damit. So, konfigurieren. Haben wir soweit. Unser Kollege ist auch noch auf dem Weg. Das ist auch schon mal schön. Ankoppeln und los geht's. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Also ihr seht, das Projekt, das lebt auf jeden Fall mit und durch euch. Denn ihr sozusagen lenkt mich hier von zu Hause aus über euren Joystick, über eure Seitenkonsole. By the way, ne, BLE-Seitenkonsole. Der Mann der Überleitungen. Ja, und unterstützt mich da tatkräftig. Deswegen immer her damit. Und fühlt euch nicht irgendwie blöd, also keine Sorge, ich fühle mich noch blöder. Aber es macht Spaß. Gut, dann gehen wir mal rüber. Ihr seht wieder einen kleinen Abschnitt der Karte. Wenn ihr da noch ein bisschen was sehen wollt von der Karte, in den letzten zwei Videos, glaube ich, wenn ihr das hier seht, sind wir so ein bisschen über die Map gefahren, aus verschiedenen Richtungen. Schaut da gerne nochmal rein und dann könnt ihr ein bisschen mehr von der Karte entdecken. Wäre auch eine Wiese schön, ne? Da hier so die Schräge hoch. So, ich bin gespannt, ob der durchkommt. Ich habe noch keine Meldung bekommen, dass er irgendwie blockiert wird oder so, aber auch nicht das Ziel erreicht. Und oder ich habe es nicht gesehen. Oha, oha, da vorne ist irgendwas. Ja, er will rüber, ne? Und der andere blockiert. So eine Sauerei. Dann helfen wir da mal ganz kurz. Das ist halt so ein Thema. Das kannst du denn aber auch nicht so bewerten, weil die meisten Consoleros von euch, die wissen, es ist halt so, wie es ist. Da kannst du nichts großartig dran ändern. So, jetzt dürft ihr aber dann weiterfahren. Dann könnte ich nämlich hier kurz durch. Danke. Und ich fahre den jetzt vorhin sie hoch, denn wir sind ja schon hier vorne am Ziel. Ja, ich weiß. Ihr habt alle geschrieben, Yogi, du bist mit einem Palettengabel unterwegs. Das war jetzt zu viel auf einmal. Einfach zu viel auf einmal. Okay, das müssen wir auf jeden Fall nochmal abändern. So geht es nicht. Ich würde sagen, im nächsten Video seht ihr mich hier auf jeden Fall mit der Ballengabel stehen. Damit wir hier auch vernünftig aufladen können. So geht's nicht. So geht's nicht. Für diejenigen, die den Kommentar geschrieben haben und jetzt wieder auslöschen sozusagen, es tut mir leid. Ich habe es zu spät gesehen. Dennoch hoffe ich, dass es euch mal wieder ein bisschen gefallen hat. Mir macht Spaß und das ist das Wichtigste am Zocken. In dem Sinn, habt eine schöne Woche, lasst es euch gut gehen. Vielen Dank. Bis dann, euer Yogi. Ciao.